Herzlich willkommen, liebe Gäste hier vor Ort, liebe Zuschauende im Livestream und natürlich liebe Podiumsteilnehmende. Ich freue mich sehr, euch zu diesem letzten Politlunch im Jahr 2021 begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Rebecca Flotron, ich arbeite hier im Politforum Bern. Wir organisieren diese Politlunches seit 2018 in Zusammenarbeit mit dem Dachverband Schweizer Jugendparlamente. Das Thema der Politlunches in diesem Jahr ist Frauen in der Politik. Bei Diskussionen zu diesem Thema kommt man fast immer auch zum Quotenthema. Und meist wird hitzig darüber diskutiert, denn Quoten bleiben eine sehr umstrittene Form der Frauenförderung in der Politik. Trotzdem fragen wir uns heute, braucht es so eine sogenannte Frauenquote, um Gleichstellung in der Politik zu fördern? Und damit übergebe ich gerne schon das Wort an Jasmin Odermatt vom Dachverband Schweizer Jugendparlamente. Sie wird dieses Gespräch moderieren. Vielen Dank, Rebecca, für die Übergabe und für die nette Einführung. Auch ich möchte natürlich alle vor Ort und im Livestream ganz herzlich zu diesem letzten Politlunch dieses Jahres begrüßen. Es ist der 6. Politlunch, den wir zum Thema Frauen in der Politik machen werden und dann gemacht haben werden. Und ich freue mich sehr, denn es wird um ein sehr umstrittenes Thema gehen. Wie gesagt, es wird um die Quoten gehen. Und wir möchten nicht nur hier auf dem Podium zu diesem Thema diskutieren, sondern wir möchten, dass möglichst viele Menschen sich einbringen können zu diesem Thema. Das heißt, Sie vor Ort dürfen sehr gerne sich über Slido einbringen. Das ist eine Plattform, die wir nutzen, wo Sie Fragen platzieren können. Sie dürfen aber auch ganz offiziell natürlich die Hand heben, wenn Sie eine Frage haben. Und Sie zu Hause dürfen sich sehr, sehr gerne über Slido einbringen. Und dann werde ich ab und zu mal auf mein Handy schauen und Nachrichten checken, sondern schauen, welche Fragen Sie gestellt haben, damit ich Sie dann auf dem Podium einbringen kann. Genau, es ist mein letzter Politlunch, deshalb freue ich mich sehr, dass ich diesen moderieren darf. Nächstes Jahr sieht das dann ein bisschen anders aus, darauf wird Rebecca am Schluss des Politlunches noch näher eingehen. Aber es ist eben, wie auch gesagt, der letzte Politlunch zum Thema Frauen in der Politik. Wir haben einen starken Fokus natürlich auch auf junge Frauen in der Politik gelegt. Deshalb ist unser Podium auch relativ jung und wir haben auch mit unseren Blogbeiträgen und Politlunches diesen Aspekt einerseits eben diskutiv oder in Diskussion beleuchtet, aber andererseits auch schriftlich über unsere Webseite. Und heute wollen wir genau darauf eingehen, ob Geschlechterquoten sinnvoll sind für die Politik, ob sie den Frauenanteil tatsächlich erhöhen. Wie da die verschiedenen Meinungen sind, nimmt mich besonders Wunder. Und ich möchte deshalb kurz unsere Gäste hier begrüßen und vorstellen. Ganz direkt gegenüber sitzt Gesine Fuchs. Sie ist Dozentin und Projektleiterin an der Hochschule Luzern und befasst sich intensiv in ihren Forschungsschwerpunkten mit Gleichstellungs- und Sozialpolitikthemen. Herzlich willkommen. Schön, bist du da. Dann haben wir in der Mitte sitzt Melanie Rassin. Sie ist im Vorstand der Jungfreisinnigen Kanton Solothurn aktiv und seit kurzem auch im 11-köpfigen Gemeinderat von Zuchwil. Schön, bist du da. Merci. Und dann gleich neben mir sitzt Maria Isabel Wieser. Sie war bei Voraus, dem Forum Außenpolitik, lange Leiterin des Büros in Genf und Verantwortliche des Programms Gender. Und aktuell bist du freischaffende Beraterin und bist sehr intensiv oder setzt dich intensiv auch mit den Themen Gender und Organisationsentwicklung auseinander. Deshalb sind wir auch hier gespannt, was du einbringst heute in die Diskussion. Ja, ich möchte gleich zu Beginn mal die Standpunkte von euch allen klar auf den Tisch legen und möchte euch einfach direkt fragen, sind Frauenquoten für das Schweizer Politsystem sinnvoll, Gesine? Ja. Also da muss man ja sagen, dass es Quoten schon gibt, informelle Quoten beispielsweise. Also seit ungefähr 15 Jahren wird ja in den Medien immer intensiv diskutiert, wenn jetzt ein Bundesrat oder eine Bundesrätin zurücktritt, was kommt jetzt oder wer muss jetzt kommen und welche Kriterien müssen erfüllt werden. Und seit 15 Jahren ist eben auch Geschlecht ein Kriterium unter anderem. Und dann kann es sein, dass also das wirklich doch komplex ist, wenn man diese Geschlechterfrage mit einbeziehen will. Eine gesetzliche Ergebnisquote für Regierung und Parlament, glaube ich, braucht es nicht in der Schweiz. Erfahrungen aus dem europäischen Ausland zeigen nämlich, dass man mit einem guten proportionalen Wahlsystem und freiwilligen Parteiquoten
durchaus einen guten, hohen Frauenanteil in Parlamenten erreichen kann, auch einen, der sich hält. Was ich aber sinnvoll fände, diese Parlamente und manchmal die Regierungen wählen ja auch Aufsichtsgremien, Verwaltungsräte, Steuergruppen. Und hier gibt es ja immer wieder Überlegungen, dort doch eine Frauenquote einzuführen, weil der Anteil so blamabel tief ist. In meinem Heimatkanton Basel-Stadt hat das geklappt und es hat auch eine Volksabstimmung tatsächlich überstanden. Die Mehrheit der Abstimmenden wollte eine Quote, wollte, dass das Parlament mindestens 30 Frauen auf Verwaltungsratssitze des Kantons wählt. Also ich glaube, da ist die Bevölkerung schon weit. Also aber eher das Potenzial dann in der Wirtschaftswelt, weniger vielleicht in der Politik. Habe ich das richtig verstanden? Ich würde mal sagen, dass quasi in dem in der Wirtschaftswelt es vielleicht viel schwieriger ist oder wir da noch nicht so weit sind. So. Also das heißt nicht, dass es in der Politik nicht genauso wichtig ist. Okay. Maria, du hast ja, Gesine hat jetzt gerade das Ausland angesprochen und du kennst dich da ja sehr gut aus. Kannst du uns ein paar Beispiele geben, beziehungsweise auch du, wie sinnvoll findest du überhaupt die Quote und welche Beispiele kennst du da aus dem Ausland, die das vielleicht untermauern würden? Ja, also ich persönlich würde gerne sagen, dass es Quoten nicht braucht und es gibt Initiativen, die das auch sehr klar zeigen. Helvetia Ruft hatte einen großen Erfolg mit der Repräsentation von Frauen auf Parlamentsebene. Ich stimme absolut zu, was Frau Fuchs gerade gesagt hat. Ich denke einfach, es gibt auf Parlamentsebene hat man gesehen, es geht anders. Es geht mit anderen Maßnahmen, aber es ist nicht immer der Fall. Gerade in kleineren, auf Kantonsebene oder auf Gemeindeebene ist die Repräsentation zum Teil noch gar nicht vorhanden. Und ich denke, in gewissen Fällen kann eine Quote Sinn machen, wenn einerseits die Gruppe natürlich komplett unterrepräsentiert ist, was zum Teil bei Frauen der Fall ist, dann wenn genügend qualifizierte Frauen zur Verfügung stehen, die das Amt auch ausüben können und dann auch, und sehr wichtig, wenn die Quote eine von vielen Maßnahmen ist, weil die Quote allein hat keine nachhaltige Wirkung. Genau. Und zu der anderen Frage wegen dem Ausland. Also mehr als 130 Länder kennen in einer gewissen Art und Weise Quoten, eben wie Sie auch erwähnt haben. Das können informelle Quoten sein. Die können auf verschiedenen Ebenen sein. Sie können in der Verfassung stehen. Das kann aber auch im Gesetz stehen, im Wahlgesetz. Oder Parteien haben zum Teil interne Quoten. Also das wird alles reingerechnet bei diesen 132 Ländern. Und dann die Quoten auf Verfassungsebene kennen nur 23 Länder auf der Welt. Hauptsächlich sind das südamerikanische Länder. Es gibt zwei Länder in Europa, die das kennen. Das sind Belgien und Frankreich. Und dann, was erstaunlich sein kann, klingen mag, ist, dass zum Beispiel die nordischen Länder keine Quoten in der Verfassung kennen. Die haben andere Arten und Weisen, wie sie auf diese hohen Zahlen kommen. Mhm. Und dann ist vielleicht auch noch interessant zu sehen, dass gerade absolutistische Mächte oder nur teildemokratische Länder Quoten kennen, Frauenquoten, zum Teil sehr niedrig, also manchmal sind das 6 Frauen von 130 Abgeordneten, aber es gibt durchaus diese Quoten, also das zählt dann alles auch dazu. Also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie das, also es ist sehr individuell, sehr verschieden, es gibt da eine große Varietät. Genau, es ist sehr individuell, habe ich jetzt auch mitgehört und mitgenommen. Wie siehst du das, Melanie? Bist du überhaupt für Quoten? Wie sinnvoll findest du das per se? Ja, nein, ich bin eigentlich grundsätzlich gegen Quoten. Also ich sehe, dass wir wirklich noch Förderung von Frauen brauchen, gerade in der Wirtschaft. In Geschäftsleitungen sind wir in der Schweiz leider wirklich noch nicht so weit, dass Frauen groß vertreten sind und auch in den Aufsichtsräten.
aber für mich sind Quoten eher ein Rückschritt. Also es braucht ein langfristiges Umdenken in der Gesellschaft und das erreichen wir meiner Meinung nach nicht über Quoten, sondern vor allem primär mal über, damit wir im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dass wir da zum Beispiel bessere Kita-Möglichkeiten schaffen für die Betreuung von Kindern, aber auch, dass Unternehmen gefordert sind, flexible Arbeitszeiten anzubieten. Jetzt Homeoffice kommt auch immer wie mehr, Jobsharing-Angebote gibt es oder Teilzeitmöglichkeiten. Und ich erlebe das von vielen Unternehmen, dass das auch schon gefördert wird. Ich denke einfach, es braucht noch ein paar Jahre Zeit, damit das wirklich auf die ganze Schweiz auch ausgeweitet wird. Aber Quoten sind der falsche Weg für mich. Du hast jetzt vor allem die Wirtschaftswelt angesprochen. In der Politik gibt es ja Parteien, die haben bereits Quoten. Wie sieht das bei den Jungfreisinnigen aus? Nein, das haben wir nicht. Und ich sehe auch bei uns, es bringt sehr viel in den Gesprächen mit jungen Frauen. Wir haben jetzt in Solothurn wirklich einen Neuzuwachs von ziemlich vielen jungen Frauen, was mich sehr freut. Und ich sehe einfach, dass es viel bringt, wenn man auch Vorbildfunktionen zeigen kann von Frauen, die schon aktiv sind in der Politik. Und das sehen wir ja auch hier in der Stadt Bern zum Beispiel, dass sehr viele Frauen auch gewählt worden sind, was eine super Entwicklung ist. Und es bringt sehr viel in den Gesprächen, die Frauen zu motivieren. Und ich denke, auch hier ist eine Quote nicht sinnvoll. Es kommt wie von alleine, die Frauen sind motiviert selber und sie werden auch gewählt, wie man sieht. Gesine, du hast ja dazu auch geforscht. Grüne und SP haben bereits eine Quote. Wieso hat das nicht Schule gemacht oder hat sich das vielleicht auch gar nicht so bewährt? Also auf der Ergebnisebene bewährt sich das super. Seit Ende der 80er werden die Quoten auf den Wahllisten eingehalten und mit ein bisschen Verzögerung setzt sich das dann auch in die Parlamente durch. Also Quoten wirken. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum sich das nicht weiter verbreitet hat. Also das eine ist programmatisch, das andere organisatorisch. Also linke Parteien sind für soziale Gerechtigkeit, damit für Umverteilung und das hat starke Berührungspunkte mit der Gleichstellung der Geschlechter, die ja auch nur sich bewerkstelligen lässt, indem man umverteilt. So. Das Zweite ist, dass damit die Feministinnen, die in diesen Parteien aktiv sind und waren, seit Jahrzehnten natürlich eine gute Argumentationsgrundlage hatten und tatsächlich zum Beispiel die SP-Frauen ist wirklich eine Pressure Group für Gleichstellungsthemen, die schon, ich meine, Mitte der 80er sich dann durchsetzen konnten mit diesen Quoten für Listen, später übrigens erst für Parteiämter. Bei den Grünen ist das, was mir hat eine Grünen-Präsidentin in Basel-Stadt gesagt, also Gleichstellung, das ist in unserer DNA, sagte sie so ganz spontan, als ich sie fragte, warum denn so viele Frauen Ämter haben. Es hängt zum Beispiel auch damit zusammen, dass es ja in den 80er und 90er Jahren eine ganze Reihe von kantonalen Frauenparteien gab, so Frauenliste, Frauenmachtpolitik zum Beispiel in Zürich. Die haben sich irgendwann aufgelöst und ein großer Teil derjenigen, die weiter aktiv waren politisch, sind zu den Grünen gegangen und haben quasi da diese, ja, also feministische Programmatik weiter gestärkt. So. Und ich glaube, das fehlt Mitteparteien. Aber Mitteparteien haben zum Teil auch Frauensektionen, oder? Wie ist das bei euch, Melanie? Es gibt doch die FDP-Frauen. Wie wird da Frauenförderung gestärkt? Ich nehme an, dann in dem Sinn ohne eine Quote. Genau, ja. Also wir haben die FDP-Frauen Schweiz und dann auch kantonal sind wir so organisiert, dass wir Frauenorganisationen haben. Ich bin auch bei den FDP-Frauen Kanton Solothurn aktiv im Vorstand. Und da fördern wir eigentlich untereinander den Austausch, wo man vielleicht noch Schwierigkeiten hat teilweise oder noch unsicher ist, dass man das in einer Frauengruppe ansprechen kann und vielleicht auch Workshops zum Thema Auftreten oder wie kann man sich besser verkaufen. Ich glaube, es gibt schon noch so ein paar Themen, wo Frauen sich noch mehr profilieren können in gewissen Bereichen und das möchten wir eigentlich aktiv fördern, also wie ein Networking schaffen. Da sehe ich auch das Problem, dass gewisse Networking-Gruppen für Frauen nicht zulässig sind. Das ist für mich dann unverständlich. Dann muss man halt selber solche Gruppen auch schaffen. Ja. Und Gesine hat jetzt ja gesagt, Quoten wirken. Wieso nicht mal einen Versuch wagen? War das nie ein Thema bei euch? Also aus meiner Sicht ist es logisch, dass Quoten wirken, weil es ist eine mathematische Schlussfolgerung, dass dann
mehr Frauen, der Frauenanteil erhöht ist, aber eben es ist aus meiner Sicht eher eine Diskriminierung. Also wenn ich es jetzt als junge Frau, ich möchte nicht aufgrund einer Quote in ein Amt gewählt werden oder einen Beruf bekommen. Ich glaube, wir Frauen haben sonst schon, müssen wir uns mehr rechtfertigen in gewissen Bereichen, weshalb wir in einem Amt sind. Und die Quote verstärkt das zusätzlich, weil es ja, heißt dann halt einfach, du bist wegen der Quote in ein Amt gewählt worden. Und wir Frauen brauchen das nicht aus meiner Sicht. Wir schaffen das auch ohne Quote. Und es braucht eben Förderungen in anderen Bereichen, wie ich schon angesprochen habe, vor allem für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Maria, wer müsste denn aus deiner Sicht die Zügel in die Hand nehmen, wenn es um die Umsetzung einer Quote geht? Melanie hat jetzt gerade gesagt, sie will das ja auch gar nicht. Wer ist da am Zug? Also es kommt natürlich darauf an, wo man eine Quote anstrebt. Also wenn man in der Privatwirtschaft eine Quote anstrebt, dann wäre das natürlich die Privatwirtschaft. Wenn man auf politischer Ebene eine Quote anstrebt, dann kommt es davon, auf welchem Level. Also ich denke zum Beispiel, was man besprechen kann, ist auch, was Frau Fuchs erwähnt hat mit dem Bundesrat. Ich meine, das ist etwas, das ja eigentlich bereits praktiziert wird, wenn auch nicht immer. Aber es gibt so ein bisschen einen gewissen Druck bereits. Also in der Politik müssten hier Initiativen ergriffen werden oder es müsste wirklich ein Vorstoß kommen. Stelle ich mir in der Schweiz relativ schwierig vor, ehrlich gesagt. Aber wir können, ich denke, in der Schweiz haben Quoten nicht einen sehr guten Ruf allgemein. Und es wäre schwierig, dies schweizweit durchzubringen. Ist das da in dem Sinn vergleichbar mit den nordischen Ländern? Du hast vorher gesagt, eben, sie stehen sehr für Gleichberechtigung. Das ist so das Image, das sie haben. Aber sie haben eben auch keine Quoten. Sind sie da vergleichbar mit der Schweiz? Ich würde sagen, nicht wirklich. Also ich glaube, in der Schweiz haben wir lange das Problem gehabt, dass man den Eindruck hatte, wir haben kein Geschlechterproblem, also wir haben keine Unterrepräsentation von Frauen. In den skandinavischen Ländern, man kann Filme aus den 60er Jahren schauen, wo die Väter bereits mit den Kinderwagen rumlaufen, das war in der Schweiz auf keinen Fall der Fall. Also bis in die 80er Jahre waren die Frauen ja den Männern, also wenn die Frau verheiratet war, war immer noch der Mann Obhut der Familie. Nur um ein Beispiel zu nehmen, ich meine, die Frauen in Appenzell Innerrhoden haben das Stimmrecht erst in 91 bekommen. Also wir sind überhaupt nicht auf dem gleichen Stand. Und was die Quoten anbelangt, gibt es auch eine große Resistenz. Also ich habe mit Kolleginnen in Deutschland zum Beispiel gesprochen, die fanden es selbstverständlich, dass es eine gewisse, auch wenn inoffizielle Quote gibt, dass es ein gewisses Bewusstsein gibt dafür, dass man Frauen auch auf gewissen Ebenen braucht, was in der Schweiz kann man immer noch mit gutem Gewissen sagen, dass die qualifizierten Frauen halt fehlen, auch wenn man weiß, dass das eigentlich nicht mehr der Fall ist. Mhm. Es klingt nach schwieriger Arbeit, die da geleistet werden müsste. Ich möchte nun ein bisschen darauf eingehen, wie diese Arbeit aussehen müsste, Gesine, falls in der Schweiz aus irgendwelchen Gründen eine Frauenquote umgesetzt werden würde oder müsste. Mhm. Wie sollte die ausgestaltet sein? Wie macht man das am besten? Also es gibt aus der Forschung zwei Sachen, die wichtig sind. Quoten müssen ans Wahlsystem angepasst werden und es muss Sanktionen geben, wenn Quoten nicht eingehalten werden. So. Und wenn man jetzt guckt, dann, wenn man auf die Wahlen guckt, die im Proporzverfahren funktionieren, ist das eigentlich kein Problem. Dann könnte man sagen, also es muss ein substanzieller Teil der Wahllisten muss ein Geschlecht drauf repräsentiert sein. Nicht nur insgesamt auf der Liste, sondern auch oben auf der Liste könnte man sagen, es braucht Reißverschluss oder auch auf den oberen Plätzen 40% eines Geschlechts. Nicht irgendwie was ganz Starres. Und dann müsste es tatsächlich etwas geben, dass wenn eine Partei eine nicht konforme Liste einreicht, sagen, dann ist die Liste ungültig und man kann nicht zu den Wahlen antreten. Also finanzielle Sanktionen haben sich als relativ unwirksam erwiesen.
Da es ja auch keine wirkliche Parteiensubventionierung gibt in der Schweiz, wäre das sowieso tatsächlich schwierig. Und bei den Majorzwahlen wird es dann wirklich schwierig, weil wenn eine Person nominiert wird, wie soll ich da quotieren? Könnte man da sagen, ja, du musst irgendwie für den Ständerat muss ein Mann und eine Frau kandidieren. Das funktioniert ja aber natürlich nicht, weil ja nicht alle Parteien tatsächlich für den Ständerat Leute aufstellen. Ähnliches, wenn man Regierung oder Gemeinderäte wählt. Ich könnte mir hier einfach vorstellen, dass man entweder sagt, ja, man vergleicht zwei nebeneinander liegende Wahlkreise. Und da muss es dann für die Partei stimmen. Das wäre sicherlich super kompliziert und mit kantonaler Autonomie und so. Ganz schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch sinnvoll sein könnte, auch Exekutiven mit Listenwahl zu wählen. Melanie, wenn du das so hörst, könntest du dir das vorstellen? Mit Sanktionen und vorgegebenen Wahllisten? Nein, ehrlich gesagt nicht. Also klar, es braucht, wenn es eine Frauenquote gäbe, bräuchte es in meinen Augen schon auch Sanktionen, damit es dann wirklich umgesetzt wird. Aber eben, ich bin eigentlich tendenziell gar nicht für die Einführung von Quoten, weil schlussendlich sollte auch immer noch die Kompetenz oder auch die Erfahrung zuvorderst stehen. Es ist bewiesen, dass diverse Teams besser funktionieren, das ist ganz klar. Aber schlussendlich, wenn die Quote dann starr, fix vorgegeben ist, aber eine andere Person besser gepasst hätte, ist das dann wie schon fix vorgegeben und man kann es nicht mehr ändern. Und gerade in der Privatwirtschaft sehe ich da eine große Gefahr. Es gibt in vielen Bereichen Fachkräftemangel und da muss es schon zu unterst starten bei der Ausbildung, dass man zum Beispiel auch in technischen Berufen diese auch für Frauen attraktiver macht oder da eben auch Vorbilder stärkt. Aber mit einer starren Quote wird das sehr schwierig in der Privatwirtschaft in den nächsten Jahren. Mhm. Wir haben jetzt auch davon gesprochen, dass ich glaube, dieser Schritt sehr, sehr weit entfernt ist, dass vieles passieren müsste. Was müsste denn passieren, Maria, dass wir dem näher kommen, also hypothetisch gesprochen? Also ich glaube, vielleicht nur auf deine Bemerkung zurückzukommen, also das stimmt natürlich. Ich meine, wenn die Fachkräfte mangeln, dann kann man die nicht erfinden. Ich glaube, was wichtig ist und was oft vergessen wird, ist, dass man die Qualifikation, also ich meine, man sieht, dass die Frauen auch mangeln, wo es eigentlich mehr als genug Frauen gäbe. Also wenn man zum Beispiel schaut bei den Universitäten, man sieht, die sind voll von jungen Frauen, dann kommt es ein bisschen höher, PhD-Level, okay, hat man ein bisschen weniger Frauen und kaum kommt man schaut man in die Professuren rein, schaut man in die Kaderjobs rein, sind die plötzlich verschwunden. Und man weiß, also ich meine, das erforscht man auch, man weiß, dass die Frauen, die werden aufgrund, also die Qualifikation, sie werden anders qualifiziert. Man kann eine junge Frau haben, die genau die gleichen Qualifikationen mitbringt, die sogar dieselben Charakterzüge hat und die werden anders interpretiert. Also da muss man ein bisschen aufpassen, weil es ist nicht ganz so einfach. Was nicht heißt, dass es in gewissen Bereichen keine jungen Frauen gibt und das ist ein anderes Problem, oder? Aber vielleicht nochmals, um auf die Frage zurückzukommen, was bräuchte es denn, um mehr Frauen zu rekrutieren? Ich glaube, Quoten ist eines von vielen Mitteln, das alleine nicht wirkt. Wenn nicht, also aus meiner eigenen Erfahrung ist, was am effizientesten ist, sind Mentoring-Programme, sind Leute, dass man einerseits junge Frauen pusht und ihnen wirklich sagt, hey, du kannst das, aber dass man ihnen nicht nur den ersten Push gibt, sondern dann den ganzen Weg die jungen Frauen begleitet, dass man zur Verfügung steht, wenn sie Fragen haben, dass man ihnen, auch wenn sie mal etwas nicht schaffen, dass man ihnen sagt, das ist normal, jeder schafft mal etwas nicht, jeder macht mal einen großen Fehler und dass man sagt, das ist kein Grund aufzugeben und jetzt stehst du wieder auf und machst weiter. Und ich glaube, damit kann man extrem viel erreichen. Aber es ist natürlich viel komplizierter, als einfach Quoten aufzuerlegen, die natürlich viel einfacher sind, aber absolut nicht nachhaltig, wenn nicht das System zur Unterstützung der jungen Frauen da ist. Und es ist so, also das weiß man, junge Frauen sind weniger selbstbewusst, es braucht mehr, man muss ihnen mehr sagen, dass sie etwas können. Sehr oft glauben sie es gar nicht. Also man kann ihnen sagen, hey, du hast das super gemacht und sie werden denken, ja, okay,
ja, die sagen das nur, weil sie mich mögen. Also wirklich, man muss wirklich darauf insistieren und zu sagen, hey, das war wirklich gut. Und nochmals zeigen, dass sie etwas können. Das ist intensive Arbeit. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass das mit Quoten nicht gelöst ist, aber Quoten können ein System dazu motivieren, in die jungen Frauen zu investieren. Und ich glaube, deshalb können die auch ein nützliches Mittel sein. Ich möchte gleich nochmal darauf eingehen, möchte aber kurz schauen, ob irgendwie schon Fragen reingekommen sind. Also meldet euch sehr gerne, wenn ihr Fragen habt. Ich sehe da noch nichts, aber die Bühne gehört auch euch, von daher nehme ich gerne Fragen auf, sobald sie reinkommen. Du hast es eben angesprochen, dass eigentlich die Quote nur so ein kleines Puzzleteil ist in einem Maßnahmenkatalog zur Stärkung von Frauen in der Politik. Aber hat dann nicht die Quote vielleicht ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit in der Debatte? Weil das ist ja wirklich das Thema, worüber man ständig spricht. Wie siehst du das, Gesine? Also ich denke, man kann sagen, wie hältst du es mit der Quote, heißt auch, wie ernst meinst du es tatsächlich mit der Gleichstellung in der Politik. So. Und wir reden ja nicht über Quoten, weil das irgendwie so toll wäre, alles mit komplizierten Prozessen regeln zu wollen, sondern weil es in der Politik eine qualifikationsunabhängige Männerquote gibt. So. Das heißt, es gibt bestimmte Strukturen, es gibt bestimmte Stereotypen, es gibt offenen Sexismus, es gibt Gewalt gegen Politikerinnen, weil die sich ihren Raum nehmen. Das ist jetzt vielleicht hier, ist es in Form sexistischer Beschimpfungen. In anderen Ländern werden Frauen tätlich angegriffen. So. Das heißt, das, warum Frauen sozusagen trotz ihrer Superqualifikation und ihrem Super-Einsatz doch untergebuttert werden, hängt nicht nur damit zusammen, wie gut sie vernetzt sind und wie gut sie sich, wie selbstbewusst sie sind und wie qualifiziert sie sind. So. Und da ist dann tatsächlich die Quote, wäre eben ein Mittel. Und das andere Mittel wäre genau diesen Sexismus zu bekämpfen, diese Geschlechterstereotypen zu bekämpfen. Eben Frauen machen das Gleiche wie Männer und werden anders qualifiziert. Glaube ich zum Beispiel, wenn man sich durchsetzen will in einer politischen Debatte, glaube ich, wahrscheinlich ein ziemliche Gratwanderung. Und dann ist sowas wie individuelles Mentoring, glaube ich, sehr, sehr wirksam einerseits. Und andererseits brauchen wir halt auch eine strukturelle Änderung. Wie ist das mit den Sitzungszeiten? Sind die Sitzungszeiten vereinbarkeitskompatibel? Können davon dann auch Politiker profitieren, die ihre Vaterrolle ernst nehmen? Und so weiter. Mhm. Was ist da bei dir oder was ist für dich wichtig, Melanie? Hast du das jetzt so erlebt, dass dieses Mentoring eben einen großen Effekt auf dich als junge Frau in der Politik hatte? Ja, also nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft. Ich habe eine Lehre gemacht und arbeite seit ich 15 bin und ich merke eigentlich da schon vom ersten Tag an, dass ich immer gefördert worden bin und das hat mir enorm viel gebracht. Wenn man eben ernst genommen wird und eigentlich gleichwertig behandelt wird, das hatte ich jetzt zum Glück, war das bei mir immer so der Fall. Und Mentoring ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Ich sehe es eben ein bisschen kritisch, dass die Quote dann wirklich ein Rückschritt ist und man sich wieder mehr beweisen muss als Frau. Weil klar, Sexismus und das, was Sie jetzt aufgezählt haben, das muss man unbedingt bekämpfen. Das bekämpft man aber nicht mit Quoten in meinen Augen. Da braucht es wirklich verschiedene Punkte, die man verbessern muss und einerseits eben das Mentoring, das wirklich auch viel bringt, aber dass einfach das gesellschaftliche Umdenken nach und nach stattfindet und das veraltete Rollenbild oder die veralteten Stereotypen eben ein bisschen aufgelöst werden. Und ich merke, dass in meiner Generation findet das wirklich statt und ich denke, das wird in ein paar Jahren wirklich kein Problem mehr sein. Es braucht einfach einen Generationenwandel da noch ein bisschen, weil wir sind schon komplett anders jetzt auch aufgewachsen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Quote aber auch diese mediale Aufmerksamkeit dann auf das Thema Gleichstellung lenkt. Siehst du da dann einen anderen Anhaltspunkt, wie man eben diesen gesellschaftlichen Wandel hervorrufen kann? Ja, ich bin auch nicht so ein Fan vom Begriff Gleichstellung, weil ich finde, man sollte schon auch sehen, dass Geschlechter unterschiedliche ja, es ist einfach von Natur aus, haben wir unterschiedliche Eigenschaften. Das ist auch gut, so sollte man auch anerkennen. Ich finde eher den Begriff Gleichberechtigung, den ich finde, dass man stärken müsste. Und
da haben wir gesetzlich, sind wir da in vielen Orten eigentlich gleich auf, also eigentlich praktisch überall. Frauen werden sogar teilweise bevorzugt, wenn man es nur gesetzlich anschaut. Und diese Debatte muss einfach viel mehr im Bereich von Vereinbarkeit von Beruf und Familie gestärkt werden, in meinen Augen. Dass man eben, wie schon gesagt, die Kita-Themen mehr anspricht, dass diese mediale Aufmerksamkeit erhalten, dass flexible Arbeitszeiten wirklich immer wichtiger werden, eben auch von den Zeiten her, dass das vereinbar ist. Ja, diese Themen, die sollten unbedingt mehr. Und ich finde es auch schade, dass das nur über Quoten teilweise berichtet wird, weil es gäbe viele andere Handlungsbereiche, wo es Potenzial gäbe. Du hast ja eben auch diesen Rückschritt angesprochen, den die Quote für dich bewirken würde. Geht es bei Quoten vielleicht nicht zu sehr um das große Ganze und wird vergessen, dass es ja Individuen sind, die da diese Quote ausmachen, Maria? Ja, also ich meine, die Quote ist natürlich ein Massen, es ist, weil man nicht jeden einzelnen Fall individuell lösen kann, natürlich ist es ein Mittel, um einen größeren Wandel herbeizuführen. Also ich glaube, ich verstehe absolut deinen Standpunkt und ich dachte auch so sehr lange. Ich habe dann mit sehr vielen Freisingen Frauen, die einiges älter sind als wir, geredet, die mir dasselbe gesagt haben. Die haben gesagt, ich glaubte überhaupt nicht an Quoten. Ich glaubte daran, wenn ich alles mache richtig, dann komme ich irgendwann zu dem Punkt und kann es schaffen. Viele dieser Frauen haben mir gesagt, heute bin ich für Quoten, weil man schafft es nicht mit nur, man muss sozialen Wandel herbeiführen, es geht um strukturelle Veränderungen, die sind sehr langsam, sie kommen langsam, aber sie kommen sehr langsam und Quoten ist halt ein Mittel, um, also erstens Frauen, die es ja gibt, also die qualifizierten Frauen, die gibt es ja, darüber müssen wir nicht diskutieren. Ich meine, es gibt genügend junge Frauen in der Schweiz, die qualifiziert werden, um in politische Ämter zu gehen. Aber wieso sind sie nicht in der Politik? Und ich glaube, in diesem Fall, es kann halt eine treibende Kraft sein, um die Leute zu sensibilisieren, die an der Macht sind, dass man diese qualifizierten Frauen, die da sind, auch in die Positionen reintut. Und ich glaube, ja, natürlich, die Quote ist ein sehr sensibles Thema, weil es ist selbstverständlich auch Leute ausschließt. Oder ich meine, wenn man eine Quote hat und man sagt, okay, es fehlen junge Frauen, dann bevorzugt man eine Frau einem Mann gegenüber. Ich habe mal einen Freund, der hat mir gesagt, so, ja, ich war Opfer einer Frauenquote. Und da habe ich gesagt, ja, was ist denn passiert? Ich so, ja, also bei gleicher Qualifikation haben sie eine Frau genommen. Und da habe ich gesagt, ja, nächstes Mal musst du halt noch besser sein. Und dann war er mega beleidigt und hat gesagt, so, hä, aber meinst du, ich war nicht gut genug? Und ich so, ja, du musst einfach noch besser sein. Weil es, wie auch Frau Fuchs erzählt hat, die Quote gibt es in die andere Richtung. Also sehr stark, die hat es immer gegeben. Die Frauen, es wurden immer Männer bevorzugt, wenn bei gleicher Qualifikation. Und um das irgendwie auszugleichen, muss man halt ein bisschen in die andere Richtung gehen. Mhm. Haben denn, du hast es eben angesprochen, Quoten helfen, weil Frauen eben aus heutiger Sicht nicht unbedingt die gleichen Chancen haben, in ein politisches Amt zu kommen. Haben das junge Frauen für dich, Melanie? Ja, absolut. Also gerade in der Politik werden Frauen ja wirklich auch gewählt. Das sieht man auch. Frauen stellen sich immer wie mehr auf den Listen auf. Und ich denke, das ist auch die Arbeit der Parteien, weil teilweise ist es wirklich schwierig, dass Frauen sich von selbst melden. Das ist, wie du vorhin angesprochen hast, man ist eher selbstkritisch vielleicht. Man braucht eher jemand, der einem sagt, mach doch das, du bist wirklich qualifiziert für das. Und wenn man diese Gespräche wirklich führt, dann sieht man auch, dass viele Frauen sich eben auch aufstellen lassen wollen und dann eben auch gewählt werden. Also in der Politik sehe ich eigentlich das Problem nicht mehr so groß, es ist eher in der Wirtschaft, wo aber auch das Problem in meinen Augen daran liegt, dass Männer eher Männer wählen, das ist so, das ist auch bewiesen. Und wenn man diesen Durchbruch mal schafft und eben Unternehmen merken ja auch, dass es für sie sinnvoller ist, wenn Frauen auch in Geschäftsleitungen sind oder in Verwaltungsräten, weil es erstens einfach heutzutage ein Muss ist, auch in meinen Augen, und weil diverse Teams viel besser funktionieren, das ist nicht nur auf das Geschlecht reduziert. Das machen Unternehmen also schon von sich aus, und wenn das mal so ein bisschen durchbrochen ist, dann fördern Frauen sich auch gegenseitig untereinander.
Und dann eben auch das Problem, dass viele Netzwerke noch für Frauen teilweise gar nicht zugänglich sind. Dass man diese wirklich öffnet, da sehe ich großes Potenzial, weil das hatte ich jetzt auch in meiner beruflichen Laufbahn, dass ich in diesen Netzwerken dann, das einfach enorm viel hilft, wenn man die Personen kennt und dann so auch gefördert wird. Wie viel Engagement von dir selber hat das denn gebraucht? Also das sicher auch, aber ich denke, dass müssen wir Frauen auch mit auf den Weg geben, dass sie eben mutig sein dürfen und sich auch engagieren. Und ich glaube nicht, dass ich mehr Engagement leisten musste als meine männlichen Kollegen. Ich habe das Gefühl, ich bin da wirklich völlig gleichberechtigt. Manchmal muss man einfach an sich selber noch mehr arbeiten, dass man eben nicht zu selbstkritisch ist und sich nicht auffällt, wenn man mal einen Fehler macht, dass das eben menschlich ist und dass man sich auch besser verkaufen kann. Da arbeite ich auch täglich noch daran. Wie ist das aus wissenschaftlicher Sicht, Gesine? Haben junge Frauen heute die gleichen Chancen, in politische Ämter gewählt zu werden? Ich habe da kurz drüber nachgedacht und ich kenne ehrlich gesagt keine Studien darüber, wie jetzt Alter und Wahlchance zusammenhängt. Gibt es aber vielleicht und könnte man sicherlich auch machen. Ich denke, also wir hören jetzt, es gibt die jungen Politikerinnen und es gibt diejenigen, die da richtig Lust drauf haben und voranschreiten und dann auch gewählt werden. Ich glaube aber, dass das, glaube ich, generell ein Problem ist. Wie mache ich eine gute politische Sozialisation, dass Leute wirklich es auch als sinnvoll und als lustvoll ansehen, in der institutionalisierten Politik mitzuarbeiten. Und dann frage ich mich immer, ob alle auch wirklich genug Zeit haben, also neben Ausbildung und Arbeit. Und wir haben ja Abschied genommen eigentlich vom männlichen Ernährermodell. Das heißt, Frauen arbeiten heute aus, sind besser ausgebildet und kümmern sich um ihre Karriere. Und wenn dann quasi zu Karriere und Kindern noch der Kantonsrat kommt, quasi die 3 neuen Ks, ich glaube, ich wäre überfordert. Beziehungsweise das ist dann vielleicht doch nicht so ein ganz massentaugliches Modell. Aber ihr wisst da sicherlich mehr drüber. Ich finde es wirklich eine spannende Forschungsfrage, die wollen wir auch an der Hochschule Luzern angucken, was quasi junge Frauen in die Politik motiviert und vielleicht nicht nur in diese in Parlament und Exekutive, sondern auch überhaupt in einem breiter verstandenes politisches Engagement. Was sind denn für dich faire Chancen? Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, es ist vielleicht gar nicht so klar. Also faire Chancen wäre mal eine Wahlquote von 100. Also gemessen an den Alten werden die Jungen genauso häufig gewählt. Das wäre so ein Maß von Fairness. Und Politik ist so ausgestaltet, dass tatsächlich junge Leute auch eine faire Chance, also eine realistische Chance haben, sich zu beteiligen. Also das würde bedeuten, eben genau Aufgaben zu bekommen, obwohl noch nicht 20 Jahre Erfahrung da sind oder obwohl noch nicht in die Baukommission gewählt werden, obwohl man noch kein eigenes Baugeschäft hat. So. Ich glaube, das ist ja auch sehr üblich bei Älteren, oder? Dass sie, die eigentlich gar nicht dieses Fachwissen haben in dem Amt, das sie besetzen. Jetzt sind wir aber eigentlich schon beim Thema, neben Geschlechterquoten bräuchte es aus deiner Sicht vielleicht andere Quoten, Melanie? Ja, also wie man vielleicht gehört hat, ich bin grundsätzlich eher gegen Quoten. Da sehe ich auch das Problem, dass dann eben es überall eine Quote bräuchte, weil wie gesagt, diverse Teams funktionieren wissenschaftlich erwiesen am besten und da braucht es unterschiedliche Alter, unterschiedliche Herkunft, Bildungsstände, eben Geschlecht und das wäre gar nicht vereinbar, wenn man das alles abdecken will. Aber dass dieses Umdenken braucht es eben, das haben glaube ich noch nicht alle erkannt, dass diverse Teams wirklich am besten funktionieren. Aber wie man gesehen hat, Junge werden auch gewählt bei uns jetzt gerade zum Beispiel. Wir sind ein sehr junger Gemeinderat. Ich bin nicht die Jüngste, wir haben noch jemanden mit 0-1-Jahrgang. Und ich merke, klar, wir haben weniger Erfahrungen, das merkt man schon. Aber wir kommen mit der Zeit einfach, weil die Motivation auch da ist, funktioniert das sehr gut und das Vertrauen wurde uns von Anfang an geschenkt. Also ich glaube, wie gesagt, in unserer Generation
funktioniert dieser Wandel dann wie von alleine. Dann braucht es eben da auch keine Quoten. Auch keine Altersquote. Nein. Was macht denn das Geschlecht als Merkmal anderen Aspekten überlegen, Maria? Also ich würde nicht sagen überlegen. Ich denke, sie ist besonders wichtig, weil 50% der Bevölkerung sind Frauen. Es ist keine Minderheit, also es geht nicht um eine Minderheit, sondern es geht eigentlich um die Hälfte der Bevölkerung. Und dann ist sicher auch halt die Tatsache, dass eben die qualifizierten Frauen sind da. Also ich glaube, deswegen ist sie hier auch am ehesten sinnvoll. Also eben, wie gesagt, es kommt auf den Kontext drauf an. Es ist ein Unterschied, ob man von Quoten in der Privatwirtschaft redet oder in der Politik, auf welcher Ebene. Also ich meine, man kann nicht einfach sagen, Quoten sind sinnvoll per se. Oder? Aber ich glaube, eben weil man halt wirklich qualifizierte Frauen hat, die nicht die gleichen Chancen haben eigentlich. Es ist eigentlich genau eine Chancengleichheit. Man muss nicht von Gleichstellung unbedingt reden. Man kann von Chancengleichheit reden, die nicht vorhanden ist. Und ich glaube, das Hauptargument ist, dass es 50% der Bevölkerung betrifft, die halt hier diskriminiert werden. Gibt es da denn andere Quoten, die vielleicht im Ausland schon getestet wurden, die sich bewährt haben jetzt in Bezug auf, ich weiß nicht, Migrationshintergrund oder Menschen mit Beeinträchtigung? Das, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass es natürlich andere Quoten gibt. Wie das jetzt auf wissenschaftlicher Ebene aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht weiß Frau Fuchs da mehr dazu. Wirklich? Ja. Das wäre vielleicht eine spannende neue Forschungsfrage, die wir in den Raum werfen möchten. Also ich weiß es bei den Frauenquoten, wie Sie schon erwähnt haben, da hat sich das zum Teil sehr bewährt, aber es kommt wie gesagt auf den Kontext drauf an. Ich öffne auch nochmal den Raum für Fragen, apropos Raum, und schaue nochmal nach. Aber eben, wie gesagt, gerne auch via Hand heben, ist gar kein Problem. Gibt es gerade Fragen? Ja, Simon. Als junge Mann vielleicht wäre der Quoten auch schön, dass es eben dann kein Argument mehr ist, ja im Moment werden dann nicht mehr Frauen ins Parlament gewählt, weil das eben so geschehen soll und man sich dort eigentlich eben eher vielleicht für eine Frauenliste ein Mann entscheidet, wenn man mehr, wenn man dieses Gleichgewicht herstellen will und wenn man eine Quote hätte, dann würde das vielleicht wegfallen, weil dann sind die Listen ausgeglichen, dann kann man eine normale Sache. Also du sprichst da zum Beispiel vielleicht auch den Stadtrat von Bern an, der ja jetzt eine Frauenquote von 70% hat, weil es ja irgendwo durch auch ein Trend ist, glaube ich, kann man sagen, dass man Frauen wählt. Wie siehst du das, Gesine? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das so richtig verstanden habe. Was ja allen unbenommen ist, ist die Listen tatsächlich auch zu verändern. Und das müsste ja bleiben, von dem her ist quasi eine quotierte Liste, sagt noch nicht, dass dann das Ergebnis quotiert ist. Ich nehme mal an, dass das im Stadtparlament von Bern auch so ist. Wie seht ihr das, Maria und Melanie? Also eben, man sieht in der Stadt Bern, dass es wirklich ein Trend ist und dass es ein Erfolg war und dass Frauen wirklich auch gewählt werden. Das habe ich ja auch gemerkt und das wird vielleicht auch nicht für immer so anhalten. Also ich glaube, dann man sollte schon nicht nur aufgrund des Geschlechts wählen, das finde ich dann auch falsch. Also klar, wenn man möchte, wenn man wirklich sieht, Frauen sind unterrepräsentiert, dann macht es Sinn. Aber dann nur aufgrund eines Geschlechts zu wählen, wäre für mich auch der falsche Weg, sondern dass man halt auch schaut, für welche Themen setzen sich die Personen ein, sind das die Themen, die mich auch interessieren, dass es mehr auch in diese Richtung geht. Mhm. Aber ja, ich glaube schon, dass das Quoten da dann vielleicht, dann denkt man ja, dann wird es ja sowieso dann so, weil es die Quote das regelt. Das könnte schon einen Nachteil dann darauf haben. Ja, also es stimmt natürlich, es ist ein Trend, das stimmt.
Ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein. Solche Trends haben großes Potenzial zu sehr schnellen Backlash. Die spürt man jetzt schon. Und in den 70er Jahren war der Feminismus, also da waren die Frauen hoch im Kurs. Also der Feminismus, der lief. Und dann kamen die 80er Jahre und dann wurde alles zurückgesetzt. Also ich glaube, man muss extrem aufpassen. Also wenn jetzt nicht eine richtige Arbeit gemacht wird, und der Sexismus ist sehr weit verbreitet, also der ist sehr aktiv. Und ich glaube, wenn das nicht von anderen Maßnahmen mit unterstützt ist, dann sind wir dann sehr schnell wieder auf einem, also sind wir sehr schnell auf einem Punkt wieder, wo wir sehr wenig Frauen haben werden. Also ich glaube, die Welle von Feminismus davon profitieren wir natürlich. Es gibt sehr viele junge Frauen, die das auch attraktiv finden. Sie finden momentan auch große Unterstützung. Aber ich glaube, um das nachhaltig zu machen, das muss jetzt 10, 20 Jahre so weitergehen man spürt jetzt schon eine Müdigkeit. Also ich glaube, das wird schwierig, das wirklich so aufrecht zu erhalten. Deswegen, ich denke, wenn hier nicht wirklich aktive Maßnahmen kommen, es muss nicht unbedingt Quoten sein, aber hier muss etwas passieren, weil nur aus dem Goodwill von jungen Frauen, ich glaube nicht, dass das anhalten wird, lange genug, um hier wirklich das System zu um hier wirklich einen nachhaltigen Effekt zu generieren. Gesine, du hast ja in deinem Beitrag auf De Facto auch gesagt, dass Geschlechterquoten im Vergleich zum Sprachenproport eben nicht systemrelevant sind. Und jetzt haben wir gerade über das System gesprochen. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, diese Idee oder dieser Gedanke? Also die Schweizer Konkordanz, dass man also immer Kompromisse macht und möglichst Allparteienkompromisse mit allen gesellschaftlichen Gruppen. Das kommt ja nicht deswegen, weil wir hier alle so nett miteinander umgehen wollen, sondern hat einen handfesten Hintergrund. Die Willensnation Schweiz muss irgendwie zusammenhalten und braucht von dem her einen gewissen Minderheitenschutz, ein gewisses Aufeinanderzugehen. Und Kompromisse müssen, damit der politische Prozess irgendwie läuft, müssen referendumsfest sein. Also man muss gucken, dass die Gruppen, die ein Referendum ergreifen und durchhalten und gewinnen könnten, dass die eingebunden sind. Und das macht man zum Beispiel, das macht man mit dem Allparteienbundesrat, das macht man mit paritätischen Kommissionen, Sozialpartnerschaft und so weiter. Und das sieht man, das ist quasi Arbeit und Kapital und Sprachregion, jetzt mal so als zwei wichtige Beispiele. Und Frauen sind sprachregional und regional nicht anders verteilt irgendwie als Männer. Sie sind auch von ihrer sozialen Position und von ihren Interessen, die sie formulieren, nicht ganz weit auseinander. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Situationen, in denen Frauen tatsächlich anders abgestimmt haben als Männer. Mir ist jetzt nur noch ein etwas zurückliegendes Beispiel eingefallen. Das neue Eherecht 1988, wir haben die Männer mehrheitlich abgelehnt und die Frauen mehrheitlich angenommen. So. Da war es dann mal tatsächlich wichtig, das Geschlecht macht den Unterschied in so einer Abstimmung. Ansonsten ist das aber nicht der Fall. Und dann ist der Bedarf, quasi auch Frauen jetzt quasi in so ein Konkordanzsystem aufzunehmen, relativ gering. Es gibt aber durchaus Politiker, die das auch tun. Also es gab vor einigen Jahren eine Motion eines Neuenburger Freisinnigen Nationalrates, der gesagt hat, wir müssen unser Konkordanzsystem verfeinern und dazu gehört eben auch Geschlecht. Und hat dann eine Drittelquote vorgeschlagen und so. Aber es ist tatsächlich nicht, für den Zusammenhalt der Schweiz ist es wirklich nicht matchentscheidend. Kritisierst du das? Das ist, glaube ich, etwas, was mir so, also das ist jetzt so eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Ich glaube nicht, dass das, es ist jetzt so. Bis zum Beweis des Gegenteils. Genau, jetzt haben wir davon gesprochen, dass es eben nicht systemrelevant ist, dass der Trend schon wieder so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Melanie, für dich, damit dieser Kulturwandel eben vollstatten gehen kann. Wer muss da die Zügel in die Hand nehmen? Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen. Ich denke, das ist auf mehreren Ebenen. Eben einerseits, dass wir
Du sagst jetzt, das reicht nicht, aber ich finde es trotzdem sehr wichtig, dass wir die jungen Frauen weiterhin motivieren und einfach sagen, wir profitieren von diesem Trend und wir sollten da dranbleiben und uns gegenseitig fördern und wirklich auch Mut machen für die Zukunft, dass man das Leben selber in die Hand nehmen kann und eigentlich einem alle Möglichkeiten offen stehen, man diese in der Schweiz einfach nur nutzen muss und es dann größtenteils wirklich auch funktioniert. Und dann gibt es in verschiedenen Bereichen, es gibt ja auch schon Vorstöße und Initiativen, die am Laufen sind, zum Beispiel von den FDP-Frauen Schweiz, die Individualbesteuerung, wo momentan die Unterschriftensammlung läuft. Das finde ich auch ein sehr wichtiges Thema, dass die Ehepartner individuell besteuert werden. Dann zum Beispiel von den Jungfreisinnigen die Renteninitiative. Da wollen wir ja die AHV nachhaltig sanieren und in einem ersten Schritt wird auch das Rentenalter für beide gleichgesetzt. Das finde ich auch ein wichtiges Thema, einfach, dass es auf allen Bereichen Gleichberechtigung gibt. Und eben diese Vorstöße, die laufen alle und das wird jetzt dadurch automatisch auch ein Thema bleiben, denke ich. Also ist aus deiner Sicht vor allem, sind die Parteien da am Zug, auch diese Themen immer wieder aufzugreifen und Forderungen zu stellen? Ja, und sicher auch wir Frauen selber, dass wir auch Mut machen können für neue Frauen, die vielleicht noch nicht so im politischen Umfeld aktiv sind oder eben auch in der Wirtschaft, dass das Mentoring wirklich sehr wichtig ist. Das hat mir auf jeden Fall viel gebracht, ja. Maria, wie siehst du das? Wer sollte die Zügel in die Hand nehmen und was hat sich da vielleicht auch schon im Ausland bewährt? Also ich denke, um Chancengleichheit zu erreichen, müssen eigentlich alle die Zügel zusammen in die Hand nehmen. Ich glaube, es natürlich auf politischer Ebene kann viel erreicht werden. Ich glaube, gerade solche Sachen wie Rentenfragen, da gibt es meiner Meinung nach noch andere Sachen als nur das Rentenalter, sondern auch die finanzielle Lage, die nicht geklärt ist und so weiter. Ja. Ich glaube, da kann viel gemacht werden auf politischer Ebene, dann auf dem Arbeitsmarkt, und das hast du angesprochen, das bin ich absolut einverstanden, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist in der Schweiz eine absolute Katastrophe. Also ich habe viele Freunde aus dem Ausland, die gehen zurück, weil sie sagen, das ist absolut unmöglich, die Kinder großzuziehen in der Schweiz, und ich glaube, hier gibt es ein Riesenpotenzial. Und meiner Meinung nach kann man das nicht nur über die Politik lösen, sondern es muss auch bei der Wirtschaft etwas passieren und natürlich auf dem individuellen Niveau kann man mit Mentoring viel erreichen. Man kann, ich glaube, auch die Solidarität zwischen den Frauen hat sich um einiges vergrößert in den letzten Jahren. Also ich glaube, man ist auch zur Erkenntnis gekommen, dass es alleine nicht geht und dass wir zusammen doch ziemlich viele sind. Und hier spüre ich einiges mehr an Unterstützung auch bei Frauen. Ich glaube, auf allen Ebenen zusammen schafft man einen wirklichen Wandel. Hast du da noch eine andere Sicht gesehen? Ja, mir ist jetzt gerade das Gleichstellungsbarometer eingefallen, das wir für die Schweizer Gleichstellungsbeauftragten gemacht haben. Und wir haben einen Schwerpunkt gesetzt auf unbezahlte Care-Arbeit und haben also ganz viele Sachen erfragt. Und relativ am Anfang war es so, und was wünschen Sie sich jetzt für Ihre eigene Situation? Und was müsste man machen, damit Care-Arbeit gleichmäßiger verteilt wird? Und ganz viele, also bis zu 2/3 der Leute haben da was hingeschrieben, spontan. Wir haben uns das dann angeguckt. Und das Wichtige und das Überraschende für uns war, dass es eine ganz große Vielfalt von Maßnahmen gab, dass es ganz viele Sachen waren, die so auf der individuellen Ebene waren, ne? Partnerschaftliche Arbeitsteilung, also teilweise mit schönen Beispielen, gesellschaftliche Anerkennung. Und dann aber auch zu sagen, okay, was heißt gesellschaftliche Anerkennung? Das heißt, dass endlich die Kinderbetreuung günstiger wird. Das heißt endlich, dass ich keine Lücken in der AHV und in der Pensionskasse mehr habe, wenn ich Care-Arbeit leiste oder dass das ausgeglichen werden kann. Bis hin dann natürlich zu handfesten Forderungen an Arbeitgeber, macht endlich mal hin mit, also jeder Betrieb über 100 Leute sollte eine Kita haben, zum Beispiel. Oder bezahlt Frauen und Männer endlich gleich und macht endlich flexible Arbeitszeiten. Mhm. Also wirklich auf allen Ebenen, glaube ich, muss es darum gehen.
deckt eigentlich alle gesellschaftlichen Teilbereiche ab. Ja. Ich öffne gerne nochmal zum Schluss die Runde. Wenn noch Fragen bestehen, bringe ich die jetzt sehr gerne ein. Aber es scheint, glaube ich, nicht der Fall zu sein. Sonst würde ich zum Abschluss gerne noch eine etwas weniger ernste Frage einwerfen. Und zwar haben wir jetzt ja wirklich sehr viel über Quoten gesprochen. Wir haben gehört, wie die Lage im Ausland ist. Das fand ich sehr spannend zu hören, dass da gewisse Länder eben fortschrittlicher sind in dem Sinn, was die Quote betrifft. Oder schon weiter, nicht fortschrittlich, sondern weiter sind. Und wir haben aber auch sehr viel über andere Faktoren gesprochen, die eben dazu beitragen könnten, um mehr Frauen in die Politik reinzubringen, aber eben auch in andere Ämter, Gremien etc. Wo wünscht ihr euch denn eine unpolitische Quote? Also ich mache ein Beispiel, ich fände es zum Beispiel super, wenn die Aare eigentlich wirklich 3/4 des Jahres 18 Grad hätte. Wie sieht das bei dir aus, Maria? Wo fändest du eine Quote super in deinem Leben? Ja, also wenn ich so nach draußen schaue, fände ich so eine Quote von ein paar Schneetagen um Weihnachten ziemlich nützlich. So 24. bis 26. im Idealfall. Vielleicht ein bisschen vorher schon. Okay. Zum Sammy-Klaus. Das ist lustig, ich habe mir genau das auch überlegt, weil es wirklich schön war, so ein paar Tage ein bisschen Schnee. Und ja, für Weihnachten wäre es wirklich sehr schön, wünschte ich mir auch. Ja, das ist ein großes Bedürfnis, vielleicht könnte man das mal einbringen. Ja. Hast du noch einen anderen Quotenwunsch, Melanie? Ja, es fällt mir ein bisschen schwer, eine Quote zu wünschen, ehrlich gesagt. Aber eben, ja, also ich jetzt, weil ich gerade jetzt sehr in Weihnachtsstimmung bin, ist mir das wirklich spontan auf dem Weg hierhin auch eingefallen. Und, ja, ist gerade das Sonst bleibst Einzige. Du deiner Linie natürlich treu. Genau. Bei dir, Gesine? Ich wünsche mir mit einem großen Seufzer eine portugiesische Impfquote. Das ist aber nicht unpolitisch. Das und ich habe wirklich auch überlegt, was wäre eine unpolitische Quote. Und die Aare-Quote ist eben auch nicht unpolitisch, denn wenn das in Erfüllung ginge, hätten wir es mit dem 1,5 Grad hier nämlich gründlich vergeigt. Also es ist wirklich schwierig, etwas Unpolitisches zu finden. Alles politisch, das stimmt. Das ist positiv und auch vielleicht manchmal etwas negativ. Ja, aber hiermit möchte ich mich ganz herzlich für die spannende Diskussion bedanken. Ich habe sehr viel über die Quote erfahren, konnte mir auch noch mein eigenes Bild machen zur Lage. Vielen Dank für eure Inputs, für die spannenden auch persönlichen Einblicke und merci euch fürs Dabeisein, auch im Livestream für die Fragen, die noch eingekommen sind. Wir bleiben noch ein bisschen hier und diskutieren bestimmt noch ein bisschen und ich möchte mich auch noch mit einem kleinen Geschenk bedanken. Ich muss kurz hier hinten nach den Geschenken greifen. Genau. Bei uns gibt es natürlich die obligate Pasta-Box, die wir jedes Mal verschenken, denn nach politischen Diskussionen oder eben dann auch weniger politischen sind wir trotzdem noch der Meinung, dass ein Pasta-Plausch die Wogen glätten kann. Deshalb freuen wir uns, wenn ihr die Box öffnet und etwas Leckeres kocht und dann vielleicht auch noch die Denkaufgabe hinten drauf löst und uns die Lösung schickt, die ihr da herausgefunden habt. Merci vielmals fürs Dabeisein und ich übergebe das Wort nochmal an Rebecca zum Schluss. Ja, auch ich bedanke mich sehr herzlich für das spannende Gespräch von Seiten des Politforum Bern. Ich möchte noch ein paar Worte dazu sagen, wie das mit den Politlunches weitergeht. Wie ich am Anfang gesagt habe, diese Politlunches organisieren wir schon ein paar Jahre mit dem Dachverband Schweizer Jugendparlamente und unsere anderen Veranstaltungen finden meistens am Abend statt. Deshalb ist das eine ideale Ergänzung für unser sonstiges Programm. Und wir freuen uns deshalb sehr, dass wir weiterhin mit dem DSJ zusammenarbeiten können. Aber da der Käfigturm nächstes halbes Jahr, also im ersten Halbjahr 2022 geschlossen sein wird, aufgrund eines Lifteinbaus, wir bekommen endlich einen Lift, haben wir uns entschieden, die Politlunches während dieser Zeit zu pausieren. Nicht nur eben, weil wir gar keine Räumlichkeiten haben hier, also wir sind dann im Kornhausforum zu Besuch oder zu Gast.
aber auch, weil wir so die Möglichkeit haben, die Politlunches ein bisschen neu zu überdenken und neu zu konzeptuieren. Der aktuelle Stand ist, dass ab August 2022 die Politlunches nicht mehr nur vom Dachverband Schweizer Jugendparlamente organisiert und durchgeführt werden wird, sondern von weiteren Organisationen, weiteren Partnerorganisationen, die dann abwechslungsweise Politlunches organisieren werden. Und diese Organisationen werden im Bereich politische Bildung, Inklusion und Partizipation tätig sein. Wir freuen uns sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit dem DSJ weiterführen können und auch gemeinsam unser Partnernetzwerk erweitern können. Und damit bedanke ich mich bei unseren Besucherinnen hier und im Livestream und hoffe, dass wir uns dann im August 2022 euch wieder hier begrüßen dürfen. Dankeschön.